nicht Punkte von vornherein von der Prüfung ausschließen wollen, Herr Lies. Deswegen haben wir auch hier nochmal die Gleichstellung der Frau in diesen Antrag aufgenommen. Und es handelt sich dabei um einen Prüfauftrag. Wir möchten natürlich auch ein Gesetz auf den Weg bringen, ein mutiges Gesetz, was aber rechtskonform ist. Und Mut heißt in diesem Fall, dass wir uns nicht von vornherein selbst Schranken setzen sollten, sondern unsere Ansprüche durchaus formulieren können und dann einer rechtlichen Prüfung unterziehen sollten. Herr Mellenstedt, und der in unserem Antrag formulierte Mindestlohn entspricht der DGB-Forderung. Das ist auch eindeutig formuliert. Ich weiß nicht, ob Sie das nicht weiter lesen konnten. Vielleicht helfe ich Ihnen beim nächsten Mal beim Lesen nochmal. Die Linke fordert im Übrigen einen Mindestlohn von 10 Euro die Stunde, damit auch Sie auf dem laufenden Stand sind. Und wir befürworten keine Jobs, die weniger als 1 Euro oder 1 Euro als Mindestmaßstab als angemessen betrachten. Das ist keine andere Zahl. So, und was mir noch aufgefallen ist, ich hatte es nicht ganz konkretisiert wegen der Überweisung. Natürlich war die Überweisung in die Deputation Wirtschaft und Häfen gemeint und gleichzeitig zur Kenntnis aber bitte an die Deputation Bau und Arbeit und Gesundheit. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Möhle, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, und danach der